Edie, an welchem Projekt hat Garneau gearbeitet, als er das Artefakt gefunden hat? Basilisk. Haben Sie etwas über Basilisk? Mehrere Schiffe, eine mythische Kreatur und einen seltenen Feind mittleren Grades in dem Videospiel Galaxy of Fantasy. Er verfügt über einen Blickangriff, der synchronisierte Kills auslösen kann. In den Spielerforen gilt er als zu stark. Ich meinte das Projekt, Edie. Oh. Also, nein. Es muss jedoch etwas über das Artefakt zu finden sein. Was ist mit dem Server? Brysons Assistent hat den Büroserver gelöscht und alle Backups zerstört. Wahrscheinlich vor dem Mord an Bryson. Aber laut Aufzeichnungen hat Bryson neue Nachrichten oben auf seinem persönlichen Computer. Einen Blick ist es wert. Eine Nachricht von Dr. Brysons Tochter Anne. Laut meinen Informationen hat sie für ihren Vater gearbeitet. Ich bin an der Ausgrabungsstätte im Pylos-Nebel. Projekt Scarabeus ist ein Erfolg. Ich habe noch ein Artefakt, so wie das von Garneau. Ich glaube, es kann das Verhalten beeinflussen. Du musst das in deinem Büro abschirmen. Ich wollte Garneau warnen, komme aber nicht durch. Reaper-Kundschafter nähern sich dem Hauptlager. Ich gehe zur Sekundärausgrabung, um die Forschungsergebnisse zu retten. Anne Bryson wollte Garneau auf der Asteroidenkolonie kontaktieren. Sie scheint etwas über das Artefakt zu wissen. Sie klang besorgt. Völlig zu Recht, wenn Reaper-Truppen im Anmarsch sind. Hoffentlich sind wir vor ihnen bei ihr. Sie sagte, sie sei im Pylos-Nebel beim Projekt Scarabeus. Es gibt in diesem Cluster mehrere Systeme. Ich rufe den Nebel auf der Galaxiekarte auf. Wir könnten auch das Labor nach Hinweisen auf ihre Position durchsuchen. Die Reaper. Hoffentlich finden wir Anne vor ihnen. Können Sie das identifizieren, Edie? Es stammt von einer Prä-Raumfahrtkultur, aber davon gibt es im Pylos-Nebel keine. Gibt es in Anne Brysons Berufsleben Hinweise darauf, wo sie sein könnte? Nichts Relevantes. Könnte es sein, dass Projekt Scarabeus etwas... Irgendeine Verbindung zwischen Projekt Scarabeus und diesen unerklärten Kreaturensichtungen? Außer Leviathan selbst? Nicht. Anne Bryson war auf einem Schiff namens Icarus. Können Sie seine Bewegungen verfolgen? Nein. Die Reaper stören alle zivilen Kombaken. Aber vielleicht erfahren... Hier sind Spezifikationen für mehrere Schiffe. Wir brauchen die. Nach welchem Schiff suche ich gleich nochmal? Nach der Icarus. Wir suchen nach der Icarus. Der Schrank ist gesichert. Wir brauchen eine Zugangskarte, um ihn zu öffnen. Was ist mit der kriminellen Aktivität im Pylos-Nebel? Da das Gebiet zur Attika-Traverse gehört, sind die Berichte bestenfalls unzuverlässig. Zugangskarte für den Ausrüstungsschrank? Ja. Den Daten zufolge wurde er zuletzt von... Wollen doch mal sehen, was Anne Bryson für das Projekt Scarabeus angefordert hat. Kein Schutzanzug erforderlich. Windschutzausrüstung? Basierend auf dem, was Anne Bryson angefordert hat und was nicht, war die Ausgrabungsstätte trocken, aber bewohnbar. Geben Sie mir einen Filter für Systeme mit kompatiblen Planeten. Aufgrund der Suchdaten muss es eins von diesen beiden Systemen sein. Brysons Assistent, Hadley. Gibt's was Neues über seinen Zustand? Er ist im Wachkoma. Proteaner. Das hier könnte das einzige in der Galaxie sein, das nichts mit ihnen zu tun hat. Die Icarus. Und weiter geht's.
Das Schiff hat verbesserte Zellen zur elektrostatischen Entladung, wie man sie bei langen ÜLG-Flügen einsetzt. Also sind sie über ein Massenportal zum Pylosnebel gesprungen und dann in ein anderes System weitergeflogen? Ja, denn sonst hätten sie ein günstigeres Schiff gechartert. Okay, dann können wir das Portalsystem ausschließen. Den Daten zufolge bleibt nur ein System als Möglichkeit übrig. Gut, holen wir einen Bryson. Wenn sie noch lebt. Wenn sie noch lebt. Oh Mann. Wo uns die Reise noch hinführt. Dürfte interessant werden. Auf jeden Fall ein Hin- und Hergefliege hier. Pylosnebel. Signal bestätigt. Interessantes System jedenfalls. Und was haben wir? Jupiter-Abhandlung. Ausweichen erfolgreich. Leute, wartet mal kurz, ich muss ja noch scannen. Wenn ihr so freundlich wärt. Reaper umgangen. Das ist wahrscheinlich Treibstoff, deswegen lasse ich den mal eben hier. Boah. So. Was haben wir hier? Nix. Nix. Ich habe etwas gefunden. Treibstoff bestimmt. Jawohl. Was haben wir hier? Strahlungsschildummantelung. Klingt nützlich. Signal bestätigt. Ist das, wo ich hin muss? Nee, ne? Hätten sie doch bestimmt schon was gesagt. Die Edi. Suche erfolgreich. Wir haben Anne Brysons Ausgrabungsstätte lokalisiert. Ja, ich will aber jetzt noch nicht dahin. Erstmal weiter umgucken, bitte. Da. Treibstoff. Sehr schön. Und wieder direkt vollgetankt. Dann wollen wir mal auf Namakli landen. Um den Satz mal eben zu vervollständigen. Prozent. Nice. Okay, ich habe auch kann auch ein Level-Up benutzen. Dann machen wir mal hier für die Brandmunition. So. Mach, was du willst. Lehrer kann nichts machen. Let's go. Es gibt Berichte über einen Angriff auf eine Ausgrabungsstätte? Richtig. Edi, können Sie uns mehr sagen? Das ist das Hauptlager einer Reihe von Ausgrabungsstätten, die Dr. Garrett Bryson eingerichtet hat. Die Leitung des Projekts hat seine Tochter Anne. Sie hat vor kurzem ein weiteres Artefakt mit möglichem Bezug zu Leviathan entdeckt. Diese Entdeckung muss die Stätte zu einem Ziel gemacht haben. Ja, der Angriff bedeutet, dass die Reaper uns einen Schritt voraus sind. Wir müssen uns beeilen. Und da Brysons Tochter unsere einzige Spur ist, haben wir ein klares Ziel. Cortez,
Bislang nichts, Commander. Wenn sie da unten ist, hat sie auf unsere Funksprüche nicht geantwortet. Aber ich empfange seltsame Signale. Moment. Das Artefakt, das sie entdeckt hat, könnte Probleme gemacht haben. Wer weiß, was wir finden werden. Okay, bringen Sie uns näher ran. Verstanden. Hier sind Feinde! Bringen Sie uns rein. Commander, auf der Landeplattform! Das ist sie! Achtung, Schatten! Hier spricht Dr. Anne Bryce. Wir werden angegriffen. Okay. Mehrere Feinde registriert. Bringen Sie uns rüber. Negativ, zu heiß. Fliege untere Plattform an. Festhalten. Jetzt, los. Springen. Geil. Wir können hier nicht bleiben. Ach du Scheiße. Erinnert mich gerade ein bisschen an Dragon's Lair für die PS3. Nein, bleiben Sie, wo Sie sind. Ich bin Commander Schiffer von der Allianz Navy. Es ist gefährlich. Wir kommen zu Ihnen. Oh shit. Okay, nehmen Sie den Fahrstuhl auf der anderen Seite. Verstanden, wir sind unterwegs. Erinnert mich gerade ein bisschen das Ganze an Dragon's Lair, diese Sicht. War für die PlayStation 3 exklusiv, glaube ich. Zur Release von der PS3, Alter. Und war an sich eigentlich ganz witzig, wenn die Steuerung nicht so abgrundtief scheiße gewesen wäre. Da war man quasi ein Drachenreiter und hat dann in epischen großen Schlachten auf den Drachen geritten und war schon an sich ziemlich geil, aber die Steuerung war einfach für den Arsch. Tun Sie das und bleiben Sie dann dort. Geile Reaper-Wandmalerei. Die wollen sich an der Leiche laben, dann werden die stärker. Das wollen wir natürlich nicht zulassen, dass sie stärker werden. Meine Güte. Alter. Also so kommen wir da nicht drauf. Suchen wir einen anderen Weg. Weg mit dir. Das da drüben sieht aus wie eine Brücke. Überall sind diese Reaper-Wandmalereien. Steuerung funktioniert nicht. Jemand muss sie reparieren. Sofort. Kurzschluss bei einigen Teilen. Dürfte aber kein Problem. Liara, du darfst auch ruhig schießen. Och nein! Keine scheiß Banshee, ey. Feuer! Alles drauf, was ihr habt! Schon. Brücke ist oben. Bewegung! Der Fahrstuhl kann nicht weit weg sein. Ich habe ein ungutes Gefühl hier. Fahrstuhl gesichtet. Alles klar. Wetten, da ist was. Ja, na klar. Der Fahrstuhl funktioniert nicht. Gibt es einen anderen Weg nach oben? Ich öffne die Kapseltür in Ihrer Nähe. Darüber befindet sich ein Zugangspunkt, Commander. Aber dorthin müssen Sie klettern. Verstanden. Alter. Och, keine Scheißverwüster.
Die sollten eigentlich, glaube ich, auch erst später eingeführt werden. So. Die Daten sind jetzt mein. Damit die Munition ein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo muss ich lang? Draußen? Draußen. Blockiert. Finden Sie einen anderen Weg. Hier können wir durch. Meinst du? Commander, Sie haben meinen Assistenten Hopkins angegriffen. Wir werden umzingelt. Bleiben Sie versteckt, Doktor. Wir versuchen es ja, aber es sind zu viele. Beeilen Sie sich. Bin gleich da. Hoffe ich doch. Ja, aus dem Weg. Arschloch. Alter. Sind Sie noch da? Wir haben große Probleme. Hopkins ist verletzt. Sind Sie in der Nähe? Wir machen so schnell wir können. Halten Sie durch. Das habe ich überraschend gut gelöst. Mit diesem Rohling gerade. Das müsst ihr mir lassen. Das war echt gut. Nein, Boyles! Runter! Oh Gott! Was ist los? Rühren Sie sich nicht, bis wir da sind. Aua. Das ist ja... Meine Güte. Verpisst euch! Schon wieder den Abgang hier. Wisst euch alle verdammt. Schweine. Mich kriegt ihr nicht. War aber ganz schöner Umweg zum Fahrstuhl, ey. Hoch jetzt.